Ein festliches Ereignis erwartet Sie. Ein Wiedersehen mit einem der größten deutschen Filmerfolge. Schwarzwaldmädel. Nach Motiven der gleichnamigen weltberühmten Operette. Aber was wolle denn Sie sein mit Ihrem Torwart da? Hm? Natürlich ein Maharaja mit ganz großem Haaren. Wollt ihr mal sehen? Wie du den Jüngling am Band hast, der will ja für dich jede Dummheit begehen. Außerdem bin ich viel zu jung zum Heiraten. Ja, viel zu jung. Mit deinen weißen Haaren und mit dem Hexenschuss. Das ist nur äußerlich. Innerlich bin ich ganz ein Wüster, Casanova. Ganz ein Wüster. Es geht um einen wertvollen Schmuck, der viele Menschen in höchst seltsame Situationen bringt. Abgereist vor 20 Minuten. Abgereist? Ach, wohin denn bitte? Eine wilde Jagd führt durch eine herrliche Landschaft. Nach dem Schwarzwald? Ach, jetzt verstehe ich. Das Schwarzwaldmädel von gestern? Wir sind auf der Walz, vom Rhein nach der Pfalz und so. Mich haben Sie wohl nicht erwartet, hm? Nein. Was denn? Was habt ihr schon bereits verhaftet? Na ja, wegen Diebstahl. Dummes Hund, was dir einfällt. Es gibt Überraschungen am laufenden Bande. Schwarzwaldmädel, ein heiteres Spiel um die Liebe mit Schauspielern, denen ihr Herz gehört. Sonja Ziemann und Rudolf Prack. Lieben wir uns nun wirklich? Ja, wir lieben uns wirklich. Was hast du denn da gemacht? Du Papst! Verstehe ich schon, ihr spitzt auf mein Geld. Aber das lag euch aus dem Kopf. Schrecklich, jetzt verkauft er den Schmuck und spielt natürlich. Aber warum? Den großen Kavalier. Großen Kavalier. Was? Großen Kavalier? Die Herren klingen zum Tanze die Geigen, wie das jauchzt, wie das lockt, wie das fliegt. Dann führe dein Mädel zum Reinen, halt sie fest in den Arm eng geschmiegt. Guck da! Regisseur Hans Deppe präsentiert Ihnen einen turbulenten Wirbel mit Lydia Feicht und ihrem Eisballett. In diesem Lustspiel nach Maß geht es Schlag auf Schlag. Schmeichelkätzle, liebe Schmetzle, sei doch nicht so falsch. Mädle auf die Straße, fall dir die gleich zu Habe. Nur ein Schwabe hat die Gabe, steht im Fernsicht bei. Biene, ach, Marlene, ich bin wie eine Biene. Na, wann sie hier vorbereitet muss, dann liest. Ein Reigen weltberühmter Melodien. Schwarzwaldmädel. Ein Wiedersehen, das Freude schenkt. Eine Berolina-Produktion im Nora-Filmverleih.